So, Gude, brandheiß und unser allerneuestes Produkt, das ist der Holy Apple. Das ist ein sauer gespritzter Apfelwein in der Longneck durchsichtigen weißen Flasche, ja, dass man den richtig sieht. Gut, das goldene Stöffchen. Und der ist dafür gedacht, dass man den natürlich kalt aus dem Kühlschrank holt und direkt aus der Flasche trinkt. Also nicht ins Glas schütte. Ganz wichtig, der soll aus der Flasche getrunken werden. Das ist unsere neueste Idee und die habe ich eigentlich seit 5 Jahren im Kopf. Und letztes Jahr war ja mit dieser Corona-Krise, sind wir ja so ein bisschen Bembel-Mafia-mäßig, lief halt nicht viel. Die ganzen Veranstaltungen waren irgendwie weg. Wir hatten zu viel Zeit, haben wir ja auch Dr. Bembel und Onkel Markus gegründet. Viele gute Ideen, aber wir konnten ja richtig wirklich was umsetzen, auch mit Shirts nicht. Deshalb hatten wir irgendwie die Idee, diese Idee, die seit 5 Jahren im Kopf ist, die setzen wir jetzt um. Und das haben wir gemacht. Wir haben auch einen guten Partner, einen großen Partner gefunden, der uns das gut abfüllen kann und das nicht sagen, oh, wir haben nichts mehr. Das wird immer produzierbar sein, weil der Herr Possmann, die haben nämlich 15 Millionen Appleboy Liter im Keller und die mischen uns den so, wie der bei uns, den wir im Keller selber machen. Und ich glaube, der war immer ganz gut und so schmeckt der auch. Ja? Und jetzt sind wir natürlich auf der Suche nach Getränkehändlern und natürlich ganz viele Gastronomen, die sagen, okay, das Zeug nehmen wir bei uns auf. Und ich glaube, wenn im Sommer es wieder halbwegs aufgeht und die Leute draußen stehen, das in der Hand haben, wird das ein Produkt, das richtig durch die Decke gehen kann. Ja? Und wie gesagt, wir suchen Großhändler, wir sind ja unterwegs gewesen jetzt, haben ein paar Getränkehändler und so auch schon aufgeschäppt, die auch alle gut drauf sind, aber die halt auch eben alle wenig verkaufen. Ja, also der ganze Schuss wird wahrscheinlich erst im Juni oder Juli, das ist ja ganz kurz der Sommer, für die ganzen Gastronomen und für uns auch. Und das wollen wir da irgendwie präsentieren und ich denke, das geht richtig ab, wenn das richtig publik wird, wenn mal irgendwelche Veranstaltungen wären, was man sich ja auch fast nicht vorstellen kann. Und die Leute stehen da, haben das in der Hand und trinken das. Und dann sagen alle anderen, das brauchen wir auch. Gell? Also das, so sehen wir das. Und dazu gibt es für alle Flyer, die sie ihren Kunden geben können. Dann Aufsteller für die Wirtschaften, für die Gastronomen. Dann haben wir ein großes Plakat, das Getränkehändler sich aufhängen können. Aufkleber. Dann haben wir ja die Idee, dass wir wahrscheinlich am Anfang 20 Kisten verkaufen und mir dann irgendwie Stempel kriegt und sagt, 20 Kisten habe ich mir geholt. Und dann kriege ich einer von unseren Multifunktions-Seemannshüten. Ja? Und den ganzen Getränkehändlern, die so Märkte und sowas haben, denen werden wir auch ein Holy Apple T-Shirt zur Verfügung stellen, dass die verkaufen können da. Ja? Also wir haben ganz viele Ideen, wie immer. Wir können das Ding auch richtig pushen. Wir brauchen jetzt nur eine Öffnung. Und genug Händler, die es dann vertreiben. Das ist unser neuestes Produkt. Unten mache ich nochmal einen Link, da könnt ihr nochmal auf die Seite gehen, könnt euch das alles angucken, was wir für Aufsteller, was wir für Logos haben. Wir haben auch schöne Werbeplakate schon gemacht. Und also da wird ganz viel laufen. Das ist unser neuestes Produkt. Der wird wahrscheinlich im Getränkehandel, also wir haben jetzt schon ein paar angeleiert, da kostet die 12er-Kiste 9,99 Euro. Und da könnt ihr, in Friedberg haben wir jetzt einen und in Frankfurt sind wir mit mehreren im Gespräch. Getränke Wolf in Rauenheim, der hat es auf jeden Fall, das war der erste. Also die hier aus der Region kommen, die können entweder zu uns in den Laden kommen, können sich das da immer holen oder zu den Öffnungszeiten. Oder wie gesagt, bei den Händlern rumfahren und sich mal ausprobieren und gucken, wie er ist. Weil er ist geil, zischt wie Appleboy, sagen wir immer. Also er ist wirklich gut. Und wie gesagt, kalt trinken und die Leute, die selber Appleboy machen und die, sagen wir mal, ihren Appleboy aus dem gerippten Glas trinken, die werden wir natürlich nicht viel davon abkriegen, unseren Appleboy zu trinken, obwohl da auch schon genug dabei sind, wie man es mitgekriegt hat. Aber wir sind natürlich auf Events oder im Freien, im Biergarten, vielleicht auch Frauen, weil er ist sehr mild. Und auch viele Biertrinker, die vielleicht sagen, oh, dann könnte man eigentlich mal einen Appleboy trinken. Und wenn es nur in der Kabine nach dem Fußball ist. Also das sind unsere, wir haben ein neues Kundenklientel, das wir da aufmachen wollen, das in eine ganz andere Richtung geht. Also wenn aus Tradition Kult wird, was auf unseren Shirts ja überall steht, das könnten wir natürlich auch für den Appleboy erreichen. Und das ist unsere Idee. Und da müsst ihr dazukommen. Gerade die ganzen Gastronomen, Veranstalter von irgendwelchen Festen und die Getränkehändler. Aber die sind sehr offen. Wir sind mal eine Woche rumgefahren, haben ein paar angefahren und die fanden das alle geil. Also unterstützt uns.
Lest euch unten das vielleicht mal durch. Kontaktadressen für Anfragen schreibe ich unten mit rein. Alles klar, macht's gut. Holy Apple zischt wie Appleboy.